Heute lassen wir unsere Wölfe gegen die verschiedenen Piglins kämpfen. Im ersten Versuch nahm ich einen Piglin mit Armbrust und ließ diesen gegen einen Wolf kämpfen. Der Piglin hat einmal abgefeuert, hat dann aber das Zeitliche gesegnet. Im zweiten Versuch dasselbe nochmal, nur mit einem Piglin mit Schwert. Hier reichte auch ein Wolf vollkommen aus. Auch der zombifizierte Piglin stellte für einen Wolf gar kein Problem dar. Doch nun kommen wir zum stärksten aller Piglins, den Piglin-Barbaren. Hier hatte ein Wolf keine Chance. Und auch zwei Wölfe schafften es nicht, diesen zu besiegen. Erst bei drei Wölfen schafften die Wölfe es, den Piglin-Barbaren zu besiegen, aber auch nur sehr knapp. In einem weiteren Versuch hat der Piglin-Barbar dann auch die drei Wölfe besiegt. Also ist man am sichersten mit vier Wölfen.